Was geht, YouTube? Wie versprochen melde ich mich mit einem neuen Video zurück. Es freut mich wie immer sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ein herzliches Willkommen an jeden neuen Abonnenten, der in letzter Zeit dem Gentleman Club beigetreten ist. Freut mich sehr, dass du den Weg hier mit uns zusammen gehen möchtest. Und heute soll es mal wieder um ein winterliches Thema gehen, nämlich nochmal um das Thema Winterjacken. Habe ich ja schon mal allgemein ein Video zum Thema Winterjacken hochgeladen. Wer es noch nicht gesehen hat, der kann das gerne tun. Ist sehr gut bei euch angekommen, hat mich sehr gefreut. Und heute wollen wir nochmal ins Thema Winterjacken gehen. Aber heute gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema rein. Denn heute wollen wir uns Winterjacken angucken, die sich im Preissegment unter 100 Euro aufhalten. Und da ist erstaunlicherweise auch das ein oder andere ja dabei, wo ich nicht gedacht hätte, dass man sie für den Preis eben kriegt. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt mit der ersten Jacke an, die eben so eine Überraschung bei mir ausgelöst hat, weil ich eben nicht gedacht habe, dass sich diese Jacke in diesem Preissegment aufhält. Es ist eine Markenjacke von Champion, die sich in diesem typischen modernen, ja, Winterjackenstil aufhält, in diesem typisch modernen, steppartigen Stil, ähnlich gemustert wie diese Jacke jetzt von diesem Stil, nur eben von Champion. Sieht sehr sportlich aus, sieht sehr modern aus. Ich blende jetzt hier mal ein, das ist jetzt das Beispiel in Schwarz. Dieselbe gibt es auch in Rot, das ist dann dasselbe Rot wie die hier, die ich gerade anhabe. Oder eben auch in Gelb für viele, die gerne knallige Farben haben. Warum finde ich diese Jacke so gut? Ganz klar, es ist eine gute Markenjacke von Champion. Sie hält wirklich gut warm und sie hält sich in einem günstigen Preissegment unter 100 Euro auf. Also da macht ihr wirklich einen guten Preis. Und die Jacke kommt zusätzlich zu ihrem, ja, so Steppdesign mit einem, ja, leichten Camouflage-Muster an. Was heißt das? Das Camouflage ist wirklich sehr dezent auf dieser Jacke aufgetragen. Aber man erkennt es auf jeden Fall. Und das verleiht dieser Jacke auch so einen einzigartigen Touch. Wenn du dir aber sagst, hey, ich möchte einfach eher eine schlichte Jacke, wo diese Musterung jetzt nicht so auffällt, dann kannst du dir einfach eine komplett schwarze Jacke von Champion eben holen. Dann kannst du dir eben diese Jacke in Schwarz holen, wo dieses leichte Camouflage-Muster dann eher von der Nähe sichtbar ist als jetzt von Weitem. Wie ich finde, ist eben aber diese Jacke von Champion eine echte Überraschung und ein echter Preisknüller, wo man auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte. Wenn ich sage vorbeischauen, dann gilt hier natürlich, wenn du nach einer bestimmten Jacke suchst, dann vergleich die bitte in mehreren Online-Shops. Nicht beim erstbesten Online-Shop gleich bestellen, sondern wirklich die Jacke eben dir merken, das Modell merken und es dann in mehreren Online-Shops angeben und dann die Preise vergleichen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass diese Jacke sich allgemein im Preissegment unter 100 Euro aufhält. Für eine Champion-Jacke in der Qualität ist das auf jeden Fall ein sehr guter Preis. Die nächste Jacke hält sich auch in einem ähnlichen Stil auf und ist auch von einer Marke, die viele kennen sollten, nämlich Superdry. Warum finde ich Superdry auch so interessant? Ganz klar, es ist auch eine wirklich gute Marke, die eben auch für Qualität steht, die eben vor allem auch für wasserfeste Jacken steht, die vor allem für windfeste Jacken steht. Ebenso dann wie diese Superdry-Jacke, die ich eben hier gefunden habe. Diese Superdry-Jacke gibt es auch in verschiedenen Farben. Ist eben auch wie die Champion-Jacke eine Jacke, die sich so ein bisschen diesem modernen Steppmuster aufhält, die ich auch jedem empfehlen würde, der sich sagt, hey, ich möchte einfach eine Winterjacke, mit der ich so einen modernen Stil verkörpern kann, mit der ich vielleicht auch so ein bisschen einen sportlichen Stil verkörpern kann, in Kombination zum Beispiel mit einer Jeans oder einer Cargohose. Ich empfehle immer eine Jeans zu so einer Jacke, sieht ein bisschen, ja, modern und ein bisschen lässiger aus meiner Meinung nach, aber eben auch eine super günstige Jacke, die sich unter eben 100 Euro aufhält. Die nächste Jacke ist von einer Marke, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, aber ich habe eben gemerkt, dass diese Marke es wirklich in sich hat, was die Qualität angeht, was ich nicht gedacht hätte. Und zwar geht es um die Marke Carl's Jeans. Diese Marke macht eben auch Winterjacken, macht auch sehr hochqualitative Winterjacken, wie ich finde. Natürlich macht diese Marke auch ja preisintensivere Jacken, die dann so bis zu 200, 300 gehen. Aber die Marke macht eben auch günstige Winterjacken, wie du jetzt vielleicht hier sehen wirst. Das ist eine Winterjacke, die sich auch im Preissegment unter 100 Euro aufhält. Was finde ich an dieser Jacke jetzt so gut? Ganz klar, diese Jacke kommt jetzt nicht so sportlich daher, sondern diese Jacke verkörpert jetzt mehr so einen edleren Stil, zum Beispiel eben auch mit diesem Pelzmuster, was wir eben hinten sehen. Das ist ganz klar eine Jacke, die jetzt nicht so sportlich daherkommt wie die Superdry oder die eben Champion-Jacke, die wir davor hatten, sondern eben eine Jacke, die eben, wie gesagt, so ein bisschen einen edleren Look dir verschafft, aber natürlich auch super kombinierbar mit einer Jeans oder eben auch mit einer gemusterten Joggerpants. Also da machst du nichts falsch eben mit diesem Outfit und mit dieser Jacke von Carl's Jeans, kann ich dir nochmal den Namen nennen. Auch eine günstige Jacke unter 100 Euro, die ich für alle empfehlen würde, die jetzt nicht so einen sportlichen Look haben möchten, sondern eher so einen normalen, edleren Look. Und die nächsten zwei Jacken sind jetzt auch ganz klare Highlights, wie ich finde, denn die Marke sollte, glaube ich, auch jeder kennen. Jack & Jones
warum finde ich diese Jacken so großartig? Jack & Jones bietet einfach eine unglaubliche Qualität und Jack & Jones bietet mit diesen Jacken trotzdem aber eben auch einen unfassbar günstigen Preis. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel diese Winterjacken Parka anschauen, der natürlich für Leute ist, die eher einen Herrenstil verkörpern möchten, die eher einen erwachseneren Stil verkörpern möchten, gibt es in Grün, aber auch in Dunkelblau bzw. in Schwarz. Ist eben für 79 Euro, wie ich finde, ein unglaublich guter Preis, aber trotzdem eben qualitativ sehr hochwertige Winterjacke, wie ich finde. Aber Jack & Jones bietet auch für die Leute, die sich sagen, ich möchte eher einen sportlichen Look verkörpern, auch eine wirklich schicke Jacke, die ich jetzt hier anblenden werde, auch von Jack & Jones. Und eben auch eine Jacke, die sich im Preissegment von ja fast 50 eben bis ja 70 Euro aufhält. Diese Jacke ist eben auf vielen Shops auch ja für den Bereich 50 Euro erhältlich. Eben wie gesagt, für Leute, die sich im sportlicheren Look eben aufhalten möchten, kannst du dir auf jeden Fall mal entweder in den Läden von Jack & Jones angucken oder du guckst natürlich wieder auf verschiedenen Online-Portalen, auf verschiedenen Online-Shops. Würde ich dir immer empfehlen, dass du da überall mal die Jacke eingibst, die du haben möchtest und vergleichst und dann wirst du immer automatisch das günstigste Angebot für dich finden. Die letzte Jacke, die ich jetzt vorstelle, ist von so einer Marke, die viele kennen und die viele eben auch gerade so eher als jugendliche Marke erkennen. Ist eine Marke, wie ich finde, die wirklich sehr gut daherkommt, wenn es darum geht, auch wie gesagt, so einen jugendlichen, modernen Stil zu verkörpern, gerade eben mit ihren Pullovern, wo eben dieses große Logo drauf ist. Aber sie haben eben auch interessante Jacken, wie ich finde, wie jetzt zum Beispiel diese schwarze Jacke gibt es aber auch in Weiß für die Leute, die sich ein bisschen mehr auffallen möchten. Und diese Jacke ist eben auch im Preissegment unter 100 Euro zu finden. Kann ich dir auch nur empfehlen. Und sind eben auch dafür gemacht, einen Jugendstil zu verkörpern, einen modernen, sportlichen Stil zu verkörpern. In Kombination mit einer Jeans oder einer Cargohose. Wie gesagt, ich empfehle zu solchen Jacken eher eine Jeans. Vergleich da auf verschiedenen Online-Portalen bei der Jacke, die du gerne hättest. Und da wirst du automatisch das Beste für dich finden. Falls der ein oder andere jetzt vielleicht fragt, welche Jacke ich hier gerade anhabe, das ist einfach eine Jacke von Jordan. Sollte, glaube ich, auch jeder kennen, die Marke. Und es ist auch eine Jacke, die sich jetzt nicht im Preissegment unter 100 Euro aufhält, aber es ist eine Jacke, die sich im Preissegment 100 bis 150 Euro aufhält. Und vor allem eine Jacke, wo man eben auch zu 100% weiß, dass die Qualität gut ist. Ich denke, die Marke Nike Jordan sollte auch jedem bekannt sein und eben auch eine Jacke, die zu 100% dafür sorgt, dass dir nicht kalt wird, auch bei Minusgraden, wenn du die Jacke zu hast. Also da kann ich dir auf jeden Fall auch nur diese Jacke empfehlen, wenn du dir sagst, hey, ich habe jetzt im Video die Jacke gesehen und würde mir die ganz gerne holen. Die gibt es eben vor allem auf verschiedenen Online-Shops wie Zalando, da solltest du auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da wirst du auf jeden Fall so eine Jacke in der Art finden. Aber das Video ging ja darum, Jacken unter 100 Euro und da hoffe ich jetzt natürlich, dass die ein oder andere für dich hier im Video dabei war. Wie immer gilt natürlich, dass ich mich herzlich darüber freue, wenn du deine eigenen Erfahrungen in Form eines netten Kommentars da lässt. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich freue ich mich auch über dein Abo auf diesem Kanal, wenn dir der Content hier gefällt und du ganz gerne mehr Tipps und mehr eben Content hier haben möchtest. Dann hoffe ich, dass wir uns gesund und munter beim nächsten Video dann am Samstag um dieselbe Uhrzeit wiedersehen. Ich freue mich, dass du ein Teil von The Gentleman Club geworden bist. Hab eine gute Zeit bis dahin und ciao.